Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Neuer Versuch mit der Aufnahme. Ja, wir werden uns unseren neuen Anhänger, den Brown, für die Qualerwahl mal zum Hof fahren und probieren mal gleich aus, ob es funktioniert. Mein Sägewerk schmeißt hier wieder Balken hin. Mal sehen, ob wir jetzt auftauchen. Aktuell stellt er wieder Holz her. Und wie man sieht, reichlich. So. Dann gucken wir gleich, ob das hier funktioniert. Große Paletten, normale Paletten, Bretter, Quaderballen, Strohbergung. Okay, dann müsste ja eigentlich was funktionieren. Und auf Belan. Okay, zurzeit nimmt auch Programm auf. Und mal schauen, ob es so durchhält. Ne? Ich habe meinen Rechner neu gestartet. So, da werden wir dann mal losdüsen. Lenkung geht? Ja, geht. War schwer, aber es geht. Ups. Dann muss ich mal ein bisschen mein Sichtfeld frei machen für Attacking. Sonst wird das nichts. Sonst können wir nicht gucken eigentlich. Ne? So, fahren wir Richtung Hof. Da hat die schon gepresst, die Quaderballen. Da fahren wir jetzt mal hin und sammeln das mal auf. Wenn ihr jetzt nicht abstürzt, FPS ist gut. Bei knappe 60 leicht runter. Aufnahme läuft auch. Oh, da läuft. Mal Gas geben, ne? Das jetzt mal klappt, mal ein Stück 4 Folgen aufzunehmen. 4 Folgen bis Freitag. Drei. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, doch 4. Also 4 Folgen bis Freitag. Freitag, denke ich mal, kommt wieder ein Livestream. Überlegt, aber ob ich auch ein Livestream machen würde mal von der Marsch. Das ließ sich jetzt einrichten. Samstag ist ungünstig, da ist ja Konkurrenz unterwegs. Ne? Blödsinn, ich schaue mal, ob das Programm jetzt aufläuft, ob da keine Meldung kommt. Ne? Ja, das möchte ich gar nicht, dass er jetzt. Ich habe die erste Aufnahme angeschaut. Das war ja hat nicht gut aufgenommen, sagen wir so. Nicht flüssig. Ich war mehr im Standbild. Das Spiel lief nicht, guckte ein bisschen. Nee, das geht nicht. Das muss, so wie jetzt hier, ich mich anschaue, muss es laufen. Warum es so war, ich weiß es nicht. Mal ganz kurz hier anhalten. Dann schaue ich mal, gehe mal Außenansicht auf ein anderes Programm. Bist du mittlerweile nicht ausgelastet, ne? Ja, woran das nur lag, keine Ahnung. Ich habe zwar die Leistung etwas runtergeschraubt, trotzdem war deswegen immer vorhin noch Unterbrechung da. Wahrscheinlich war irgendwas Störendes im Hintergrund, denke ich mal, dass dadurch der Rechner ausgelastet war. Keine Ahnung was, aber es war was. So, jetzt fahren wir mal zum Feld Nummer 12 und sammeln da mal die Strohballen. Dann muss ich das Add-on doch drauf lassen. Was ich eigentlich nicht machen wollte, ich wollte eigentlich ein bisschen Ressourcen einsparen. Aber da habe ich andere gelöscht, die ich nicht nutze aktuell. Oh, da sind schon die ersten Ballen. Jo, das klappt. Wir kriegen nur 33 rauf, dann immerhin etwas, ne? So, dann können wir gleich mal den anderen wieder starten. Steht ja gerade mitten im Weg, ne? Ja, die Aufnahme läuft. Das ist gut. Das kann doch wohl nicht sein, dass es nicht klappt, ne? So, 322, stimmt das überhaupt? Müssen wir schauen, ne? Das wird schon stimmen, ne? Oder können wir mal sammeln, 33, oh. Wichtig ist, dass es keine Unterbrechung gibt. Dass sie keine Meldung kommen, Frames übersprungen oder so, ne? Das ist schlecht fürs flüssige Spiel oder beziehungsweise fürs flüssige Aufnahme. Wir müssen die erste Reihe erschaffen, das heißt, ob der beiden werden keine Probleme hat, ne? So wie aktuell den ersten Ball, wo er rüberschiebt, das ist dann ungünstig. Globaler Markt müsste aktiviert sein.
Aber ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal aber vergesslich. Aber ich kann es zur Not ja immer zwischenlagern. Aber ich glaube, es ist noch aktiviert. Gut, die Aufnahme läuft, es klappt. Startschwierigkeiten. Mal ein paar Tage, wo normalerweise sind ja ungefähr 7 Tage gewesen oder 6. An sich sollte es ja da keine Probleme geben. Ne? Aber wie gesagt, das glaube ich normal. Ich hatte ja den Rechnerprinzip abgebaut, mitgenommen. Und jetzt läuft das, ne? Ja, bei mir jedenfalls. So eine schöne Textur, ne? HD halt, ne? Das ist gut. Klappt. So, 3 Stück noch, dann haben wir schon mal im globalen Markt erste Ladung da. Und was würde ich machen ohne Ordner? Habe ich gedacht, oh Gott, alles per Hand aufladen. Mit dem LKW, oh je. Das würde man sich nicht antun, ne, bei der Menge, ne? Dann hätte ich aber lose gefahren, wüsste ich genau. Da hätte ich gesammelt. So, hat mal, es klappt. Geht zwar irgendwie auch rüber zu schieben, aber wir machen das wieder so, wir fahren dicht daran. Da jetzt zu suchen, ne, wäre auch sehr aufwendig. So. Den ersten Ball geschafft und die erste Folge läuft auch ganz gut. Bis jetzt jedenfalls 6 Minuten. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Gut, alles noch da. Von einer Woche. Wie gesagt, den Marsch. Ja, vielleicht heute Abend oder morgen. Ist ja nicht ganz so dramatisch. Das geht alles. Sein Gang. Ich habe mir noch Feld immer 41. Das ist das Problemchen, ne? Da muss ich immer die anderen Probleme bald einsammeln. Das heißt, da wo er wenden muss, ne? Da muss ich sammeln. In diesem Bereich hier. Denn Traktoren erkennen das nicht, dass da Ballen sind. Das sind ja keine starren Objekte, das sind ja alles so eine, ja, was halt nicht normal vorhanden wäre, ne? Erkennt er so nicht. Ob das funktionieren würde mit Programmieren, dass man es erkennen könnte, weiß ich nicht, aber wie gesagt, würde auch Ressourcen schlucken, ne? Also ganze Performance, dass so eine Objekte dann auch zu merken sind, ne? Aber wir haben schon ein paar gesammelt, da geht schon ziemlich zügig. Ja, da müssen wir alle Fahrzeuge zurück. Irgendwann. Da muss ich auch mal schauen, ne? Nehmen gleich mit hier. Was soll's. Dann nehmen wir gleich den Problemballen von links weg. Oh, voll. Wie gesagt, Quaderballen geht sehr schnell. Da hat der seine Runde gefahren und da sind wir noch nicht ganz fertig. Rundballen ist doch ein bisschen schwieriger. Oder dauert länger, ne? Weil er anhalten muss. Er muss die Klappe aufmachen. Er muss halt rausschmeißen. Beim Quaderballen geht es durch. Ne? Für Stroh ist eigentlich Quaderballen besser. Für Silage ist es ungünstig, wenn man dann wieder so separat wickeln müsste. Ne? Aber gut. Da haben wir die Rundballen. Ne? So. B. Z. Und wieder Z. Wird mal verkaufen nachher, ne? Ich wollte nur testen, ob es geht, ne? Nach einer Woche
dachte ja auch, der Schlüssel wäre wieder weg. Das war schon mal einmal original Standardschlüssel drin gewesen. Und dann habe ich aber wieder mal geschaut. Nö, da ist geblieben. Aber ich habe sicher habe den Schlüssel gespeichert, ne? So ist das. Ja, Maisernte noch. Die kommt dann auch noch irgendwann, ne? Aber ich will vorher noch Feldnummer 29 und 10 kaufen. Müsste eigentlich das Geld fast reichen. Ein bisschen pumpen noch. Also Geld sich leihen bei der Bank zur Not, einen kleinen Rest. Und dann kommt ja durch das Verkauf von Gerster das Geld wieder rein. Und dann ist man wieder schuldenfrei. Und wir können ja hier später, wenn die Karte ja mal neu kommt, in Anführungszeichen, ne? Überarbeitet kann man sagen, dann voll neu starten. Also wann genau, das weiß ich nicht. Ich hoffe ja nicht zu früh und nicht zu spät, ne? Im Grunde wollen wir noch zwei Felder machen, ne? Da entsprechend das Gerste fürs Bier habt für die Brauerei, ne? Für die Marsch. Und das ist ja die wunderbare Erfindung mit dem globalen Markt, dass man da super innerhalb der eigenen Welt in Anführungszeichen Handel treiben kann, ne? Und sobald hier nichts mehr geht an Arbeit, wird hier das letzte Holz noch zu hackt und zu verarbeitet, ne? Ja, mit dem Sägewerk, da stimmt irgendwas nicht. Das läuft ja zurzeit. Und ich kann die Balken, soweit ich weiß, muss das mal testen wieder mal. Ich kann die nicht verkaufen. Das ist an sich ungünstig auf Dauer, weil es belastet das System ja, ne? Und das wäre auf Dauer schlecht. Wenn da jetzt Balken ständig berechnet werden müssen, ne? Schafft der stärkste Rechner irgendwann nicht mehr. Ich muss dich da ranfahren. Ich wollte gerade gucken, wie es geht, aber mit dem hängen ja noch Teeren voll. Hier wird schön nachts, also dunkel. Oh ja. Gut, das muss auch so sein. Das war auf 1, die Geschwindigkeit. Aber ich wollte ja eigentlich die Ernte noch, also Stroh noch einbringen, ne? Also reinfahren. Können wir noch arbeiten, ist ja noch nicht dunkel, ne? 20.40 Uhr ist ja für den Sommer gute Zeit, ne? Aber aktuell ist draußen ja auch schon August, ne? Also reelle Jahreszeit, ne? Oder Monat. Das heißt, ist nur eine Frage der Zeit, also es wird schon abends früher dunkel, man merkt das schon, ne? Dann kommt hier auch der Herbst, ne? Also im Sommer hat man mal heiße Züge, sag mal so, ne? Aktuell irgendwie draußen 33 Grad. So wird das im Anmarsch, was ich gesehen habe. Und hoffen mal, dass es keinen Schaden macht. Ne? Das ist immer die größte Sorge. Bei Gewitter ist man so. Könnte ja, ne? Mal kräftiger Ausfall als normaler Regen. Aber wie gesagt, mal schauen, wie das heute wird. Ob da noch entsprechend was kommt. Könnte. Laut Wetterkarte könnte das sein. Gewitter immer die Sorge, dass mit dem Netz ausfällt, ne? Oder gar Strom. Das eine oder das andere wäre ungünstig, ne? Wenn das Netz ausfallen würde, na gut, also Internet, dann wäre das nicht schön, aber gut, dann wäre das nicht ganz so tragisch. Aber Strom, oh je. Wo Strom eigentlich, naja, gut. Hängt immer davon ab, was kaputt geht, ne? Bis die Reparaturtrupps unterwegs sind, das dauert ja auch alles ein bisschen, ne? So.
Bisher scheint das Spiel stabil zu laufen. Scheint. Ja, ich hatte ja einiges deaktiviert. Musste ja wieder ein oder andere wieder aktivieren. Aber wie gesagt, das ist. Ja. Normalerweise hätte ich die Felder jetzt, die alten, die jetzt fertig sind, gekalkt. Aber da ich sie ja nicht weiter bearbeiten will, weil ich ja Umzug mache, kalke ich jetzt deswegen nicht. Also deswegen ist ein bisschen. Naja, gut. Wir müssen deswegen nicht kalken, ne? Keine Arbeit in der Beziehung, also jetzt auf dem Feld. Deswegen wollte ich ja nachher später Hacknutzer machen. Das bietet sich ja an. Theoretisch. Praktisch auch. Machen wir so. Aber erstmal auch noch Stroh. Also, da haben wir zu tun. Aber das Ende neigt sich der Mächte schon. Also, letzte Feld, wo wir es pressen und sammeln. Sammeln müssen wir noch 41 noch. Ansonsten, später kommt Mais. Mais werde ich aber als Quadermais machen, weil das einfach besser geht. Silage, da müsste ich mein Dings leer machen. mein Silo. Das könnte ich mal wieder starten, ne? Wenn ich nachts ein bisschen schlafen werde hier, obwohl er noch ein bisschen dauern wird, weil solange hell ist und Arbeit ist, werden wir nicht schlafen, ne? Wäre ja Quatsch. Sei denn, wir müssen unbedingt auf die Erde, auf das Wachstum warten für Feld Nummer 28, 29 und 10. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Ein bisschen von mir ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, dass ihr das auch hört. Da wir laut aktuell die Klimaanlage noch fleißig. Und zwar hier locker auf 30 Grad. Also so ist ein bisschen angenehmer mit 27. Weil draußen ja so heiß ist und die Computer und den Monitor entsprechend auch Hitze abgeben. Der Hauptmonitor, den ich gerade spiele, hat um die 40 Grad. Strahlt der Abend. Ne? Also das ist schon heftig. Für Winter ist gut, ne? Brauchst keine Heizung anschalten. Naja, mal sehen. Ja, wenden ist die andere Richtung, links. Oh. Da steht jemand im Wege. Ja, den haben wir hingeparkt. Die gehen gleich mal einen Schubs. Gleich weg. Kommen wir gleich ein bisschen klein. Okay, die Fläche ist ein bisschen kleiner, kann ein bisschen größer sein, ne? Ansonsten ist das super mit dem Markt, ne? So. Die drei lassen wir liegen oder vier? Drei oder vier habe ich gesehen. Hab ich genau gesehen. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Hoffen wir eine glatte Folge. Keine Probleme gesehen. Dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen ist am Mittwoch geht's weiter hier in Thüringen. Weiter mit Stroh, aber was soll's, ne? Tschüss.